Ich werde jetzt auf Maxifano reagieren, glaube ich. Maxifano überrascht Paluten auf der Gamescom. Da hat er mich verarscht. Ich sage euch so, wie es ist. Jetzt wird es unangenehm. Deswegen holt euch eine Schüssel Cornflakes, esst ein paar Cornflakes und bitte erstickt. Bitte bringt euch nicht um. Das war ein Scherz. Okay. Da bist du, Paluten. Ich sehe dich. Hey, feiert mal Elias an. Guck mal, wie der mich zensiert hat. Bevor ich euch zeige, wie Maxify mich utopisch blamiert hat, möchte ich euch noch meine neue Wohnung zeigen. Das hier ist mein Zimmer. In diesem Zimmer steht nur ein Bett und 6 Pflanzen und diese Lampe. Ich habe es irgendwie nie als nötig empfunden, ein neues Bett zu kaufen, aber Emma Matratze sah das anders. Nämlich haben sie mir dieses Bett geschickt. Normalerweise baut Emma die Betten auf, aber ich habe darauf bestanden, dass ich das aufbauen möchte, deswegen versuchen wir es mal. Der Mensch schläft in seinem Leben 24 Jahre. Und dies tut man immer auf einer Matratze. Also wollt ihr 24 Jahre auf sowas verbringen und mit 60 dann so aussehen? Oder auf so einer Matratze und dann so aussehen? Du entscheidest. Dieses Bett ist ausgestattet mit der Emma Hybrid 25 Matratze. Das ist einer der besten Matratzen, die man haben kann für einen erholsamen Schlaf. Emma hat nicht nur Betten und Matratzen, sondern auch Decken, Kissen und andere Schlafprodukte. Eigentlich alles, was man für einen erholsamen Schlaf braucht. Und jetzt gucken wir mal, wie es sich in dem Bett schläft. Ich habe jetzt eine Nacht drin gepennt und ich muss sagen, ich habe wirklich gut geschlafen. Also ich habe gut und tief geschlafen, bin dann morgens aufgewacht. Eigentlich wollte ich gar nicht aufstehen, also es war wirklich schwer, hier jetzt gerade aufzustehen. Übrigens könnt ihr 100 Nächte risikofrei Probe schlafen und wenn es dann doch nicht passt, ist die Retoure und der Versand sowieso kostenfrei. Also, falls ihr auch interessiert seid, dann läuft bis zum 10. April der Ostersale von Emma Matratze. Da sind viele Produkte bis zu 40% reduziert. Und mit meinem Code spart ihr nochmal 5% obendrauf. Okay, Leute, was geht ab? Was geht ab? Okay, ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz mein Zimmer, wie ich zur Gamescom-Zeit gelebt habe. Das hier ist ein Käsekuchen, den habe ich bekommen von einer Mom mit ihren 2 Söhnen. Junge, was ist das für ein Psychopath, Alter? Wie isst der seinen verdammten Käsekuchen? Junge, du krankes Schwein! Der Rand am besten, okay, das ist weit hergeholt. Der Rand am besten würde ich jetzt nicht behaupten. Ich würde sagen, Rand ist am besten. Ja, das ist das Badezimmer. Actually nichts Besonderes, wirklich gar nichts Besonderes. Ja, ist halt nervig. Ja, ist nichts Besonderes, ja klar. Also ist halt so 5 Sterne Hotel, aber ist egal. Du-Merch, meine Zahnbürste, mein Parfüm. Tom Ford, Tabakko, Vanille. Riecht der nach Zigaretten? Stimmt, deswegen stinkt er immer so. Ah. Das Beste von allen ist die Aussicht, die ich habe auf die Gamescom. Die ist nämlich wirklich so insane gut. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Yeah. Okay, das. Oha, er kann die ganzen Leute beobachten, die Gamescom reinlaufen. Das Ding ist, Paluten hat gerade eine Autogrammstunde und der wird auch nur heute da sein und wir werden jetzt versuchen, uns heimlich drauf zu sneaken. Deswegen, let's go. Kleine Frage, fall ich auf? Nee, ne? Ist ja nicht gut, Alter. Hä? Junge? Ich bin unsichtbar. Ja, genau. Hey, ich glaube, so erkennt man den noch besser als ohne Maske. Da bist du, Paluten. Ich sehe dich. Ich komme für dich. Ich bin mal gespannt, wie er reagieren wird. Hallo. Na? Ich hab den Null erkannt. Ich hab dich nicht mehr. Wie geht's dir? Gut. Der Arme. Dort die Neuschana. Ich bin gerade mega überfordert. Ja. Der Arme wird mies belästigt gerade. Der will nicht angefasst werden. Der guckt gerade so zur Security. Meint so, yo, holt den mal bitte weg. Ich kenne den nicht. Okay, wir sehen uns, ne? Bis dann, Paluten. Ja, wir haben es geschafft. Raufgesneakt. Danke. Kein Ding. So. Danke. Hey. Was war das bitte? Oh mein Gott.
Seine Stimme hat sich kurz einfach abgeschaltet. Sagst du, wie es ist? Der Plan ist aufgegangen. Nein, sowas passiert jedem Mal. Ich habe ständig Voice Cracks, sage ich so, wie es ist. Sollte man sich nicht schämen, passiert. Auch ein bisschen komplett schief gegangen. Nein, der ist komplett aufgegangen. Wir werden später auf jeden Fall Paluten nochmal treffen, aber davor müssen wir erstmal Timmit überraschen. Okay, wir wollen gleich was machen, was mega sass ist. Und das tun wir. Okay, da bin ich mal gespannt. Timmit an. Wird top. Mach die Augen zu. Und Mund auf. Ja, das ist gut. Und jetzt. Gut gemacht, Timmit. War schon sehr sass. Krass, dass Timmit durchgezogen hat. Boah, kann man sich einfach essen, er sneaken. Timmit. Oh, Timmit, was du mit der Hand? Wir können gehen. Alles gut, ich habe eingepackt, Alter. Stell dich mal. Da komm ich. Guck mal, wer ist dieser schöne Mann? Guck mal, ich stand hier so oft auf dem Gelände und ich habe immer manchmal so halt zu den Leuten geschaut und auf einmal dann alle rufen so: Mituno, ich liebe dich! So, Alter, das war so krank, das war richtig krass. So Leute winken die ganze Zeit und man winkt zurück. Ich dachte, was ist jetzt los? Bitte dahin und dann feuern die dich an so. Wenn sie nicht. Die rufen dich, die rufen dich, bitte, die rufen dich. Ich bin ja mal guck, da winkt keiner. Ich wusste gar nicht, dass er aufnimmt, Leute. Hallo. Guck, da winkt keiner. Die lieben dich alle, die lieben dich. Spring runter, führte dich. Ja, spring in die Erdwinkler. Bei mir nur die Hälfte. Aber es war so unangenehm, da zu stehen. Ich bin direkt weggegangen. Ja. Was willst du machen? Was Besonderes. Bist du damit einverstanden? Womit? Sag einfach ja. Was macht Sag einfach mir? Ja, sag einfach ja. Okay. Okay, jetzt nochmal. Er macht es. Er hat gesagt, er macht es. Okay. Was soll? Boah, eigentlich wollte ich nicht ja sagen, aber er hat nicht losgelassen. Will ich hier mit dir machen? Anzug. Und dann? Gehen wir nach oben. Und dann? Das war's. Das war's. Das ist so unangenehm. Ey, pass! Mir geht es immens miserabel. Wenn die Kamera an ist und es einen Zweck hat, mache ich eigentlich alles. Aber das war wirklich einer der unangenehmsten Dinge oder mit das Unangenehmste, wenn nicht das Unangenehmste, was ich jemals getan habe. Also für Kamera. Verliert dann! Ey! Guck mal, wie unangenehm das ist, weil ich wusste nicht, was ich da oben jetzt sagen soll. Ich bin halt da oben und hab dieses Kleid an. So, was mache ich jetzt? Nein, könnt ihr das? Guck mal, wie unangenehm. Dreh dich, drehen. Die rufen Monte. Auf einmal fangen die an, Monte zu rufen. Ich stand da absolut umsonst. Ich hätte es auch einfach sein lassen können. Wirklich, ich stehe da so. Ist der unangenehmste Moment in meinem gesamten Leben. Und auf einmal rufen die da, Monte, Monte. Bro, ich stehe da mit einem Kleid. Was für Monte, Monte. Kann ich bitte runtergehen? Kann ich runtergehen? Darf ich weggehen, bitte? Darf ich runtergehen? Kommst du mit? Mach jetzt mal bitte, mach Platz mal! Ich wollte die ganze Zeit weg. Ich hätte einfach abhauen sollen. Klatschen! Niemand klatscht, das juckt niemanden. Es war wirklich jedem egal. Das juckt niemanden. Danke. Danke. Niemand hat geklatscht oder so. Ich stand da halt einfach nur so. Monte. Und dann auf einmal rufen die Monte. Warum so nah an Maxi? True, ich war wirklich da kurz nah an Maxi. Bro, gar keinen Bock mehr. Mir geht's unglaublich schlecht. Ey, du kannst das jetzt einmal bei Maxi zurückmachen. Also irgendwann. Irgendwann jetzt hast du die Karte offen. Boah, sag mir mal, was soll ich machen? Leute sagen, ich war zu nah an Maxi dran. Okay, das ist schon sehr sass. Es gibt auch so ein TikTok, ne? Pass auf, ich wette mit dir, dass ich deine Hand umdrehen kann, ohne dass ich die berühre. Steck mal bitte kurz einmal aus. Nee, andersrum. Boah, du bist so dumm. Und Leute fragen jetzt in den Kommentaren, sind die beiden zusammen? Aber das ist auf TikTok, da wurden auch die ganze Zeit irgendwelche Edits gemacht, ne? Sein Lächeln über alles steht da, okay.
War das ein Fan oder ein YouTuber mit Brille? Ein YouTuber mit Brille! Warum? Du hättest doch einfach sagen können, ein YouTuber, warum mit Brille? Meine erste Signature und es sind so viele Menschen da. Ich bin so todesaufgeregt, aber ich nehme jetzt einfach mit. Let's go! Okay, seid ihr bereit? Guckt euch an, wie viele Menschen gekommen sind! Ey, einer ist besser als keiner, ne? Ja. Ja, ja, das ist gut. Ja, richtig breit, den Real. Was ein süßer Junge, der sieht, ey Leute. Kuno, bester Mann, ich hab den nur ganz kurz getroffen. Das Video gerade sehen, der Mann ist in Real Life eine Sexmaschine, Junge. Kann ich nur so bestätigen. Maxi, ja. Was machen wir jetzt? Wir kaufen jetzt ein Geschenk für Rezo. Ach, Maxi, ja. Alles gut bei dir? Was ich sagen wollte ist, wir kaufen Rezo jetzt ein Geschenk und zwar, also sieht gleich. Ich will Rezo ein Geschenk machen. Ich weiß aber nicht, welche Größe er mag. Ich würde den einfach nehmen. Den? Ja. Ja, okay, dann nehmen wir den. Da wird er sich freuen, da bin ich mir sicher. Ich wünsche dir, das wäre meine wahre Größe. Ey, ich schwöre, ich wusste nicht, dass die ganze Zeit am Aufnehmen sind, so for real. Ey, warum musstest du den größten kaufen? Aber Bruder, den kannst du gar aufmachen. Oh mein Gott. Muss ich den Kopf runter? Aua. Ich sehe. Alter! Das ist der beste Mod, Alter, bester Mann, Bentendo, Alter, er ist immer im Chat, immer am Modden. Ja, das wird schon drauf sein. Boah, ich mach Bild, Alter, bist du glücklich, Alter. Schnell. Wir fahren. Oha, auf der Straße? Junge. Junge, wie schnell wir fahren. Das sieht man doch, das ist noch. Ja, noch grün, doch, doch. Grün. Das war ein cooler Ritt nochmal. Wir hatten da auf Security gemacht, ja genau. Und zwar diesen großen... Ein Krug! Ein Krug! Hey. Hallo! Hallo! Da ist noch einer! Du hast noch einen Köckle! Was ist für den anderen Köckle? Ah! Der ist für dich, Mann. Der ist ein bisschen kleiner. Ja, sei nicht neidisch. Ja, das ist halt... Also, das ist above average, oder? Ja, yes. Längen. Er ist above average. Average ist, glaube ich, so, oder? Ja. Das ist schon. Bei mir halt schon. Bei mir auch. Egal. Yeah. Der Bre immer am Flexen, dass er den kleinsten. Was geht ab? Jetzt muss ich aber die Hand jetzt irgendwie geben. Hallo, okay, machen wir. Ja, cool. Okay, professionell, guck mal. Cool, Hand gegeben. Das, weißt du, du und ich haben ein iPhone, was ich spontan mitgenommen habe. Das, ja. Das ist der Unterschied. Das weißt du, du bist ein richtiger YouTuber. Nein, ich bin kein YouTuber. Guckt euch diese Kamera an. Die Überraschung war so. Ey, Junge, ich war so überfordert. Der Arme war wirklich überfordert, ich weiß gar nicht warum. Also, ja, obwohl, verstehe ich schon. Ich hatte ja auch Autogrammstunde und es war wirklich stressig. Also, du hattest nicht viel Zeit, so viele Leute warten auf dich, aber du wirst halt trotzdem jede Person einzeln so kurz mal mit denen ein bisschen reden, so, damit die nicht so keine Ahnung. War sehr stressig. Ich habe auch ein paar Aufnahmen, glaube ich. War schon crazy, sage ich euch jetzt mal so. Man sieht zwar gar nichts, weil es übel überbelichtet ist, aber ist mir vollkommen egal, weil ihr seid mir egal. Was? Und ich so, boah, mir war auch voll so mit Kapuze, warm. Ja, ich mit Kapuze und Mundschutz lang gegangen die ganze Zeit so. Aber daran sieht keiner. Hey, hallo, kann man mit dir ein Foto machen? Ja, das kann man machen. Das ist aber, super. 5 Euro. Ich bin Manager, deswegen, ich stelle das ganze Geld ein. Da freut sich jemand. Ja, das Dankeschön. Wo ist jetzt mein 5 Euro? Ja, wo fange ich denn an? Alter, der wurde einfach abgezogen, der Arme. Das war's mit dem Video. Cool, danke, dass du mich blamiert hast, Maxify. Ich lasse ein Like da. Abonniert bitte Maxify, weil ich liebe diesen Typen über alles. Also, ja, es gibt Dinge, die ich mehr liebe als Maxify, aber auf jeden Fall mag ich ihn halt sehr. Und, ja, Banger Vlog.